Mit hochpräzisem Abformmaterial hat sich Colten weltweit einen Namen gemacht. Heute zählen auch Endodontologie und restaurative Zahnheilkunde zu den Produktschwerpunkten. Colten steht seit vielen Jahrzehnten für Abformmaterialien, hochpräzise Abformmaterialien wie President, Affinis, Speedex. Zur IDS 2013 in Köln präsentiert der Schweizer Dentalspezialist gleich ein ganzes Bündel an Innovationen, perfekt zugeschnitten auf den Praxisalltag. Hierzu zählt dieses Jahr insbesondere das neue Componier Glass 5 Produkt, ein Direct Composite Veneering System für die Zahnhalsfüllung, womit der Zahnarzt in die Lage versetzt wird, wirklich diese knifflige Therapie schneller, einfacher behandeln zu können, bei gleichzeitig deutlich besserer Qualität. Mit Componier Glass 5 bringt Colten das erste Composite Veneering System speziell für den Einsatz am Zahnhals auf den Markt. Ein Produkt, auf das Zahnärzte gewartet haben. Denn damit lassen sich Zahnhalsfüllungen einfacher, schneller und sicherer als bislang herstellen. Industriell vorgefertigte Nanohybrid-Composite-Zahnhalsschalen mit spezieller Positioniervorrichtung erleichtern das Handling erheblich. Gezielter Druckaufbau verbessert die Benetzung zwischen Zahn und Komposit. Die Zahnhalsschale dient als Deckel bei der Füllungslegung. Das reduziert den Schrumpfungsstress im Randbereich. Die Verarbeitung ist unkompliziert. Adhesivtechnik genügt, zusätzliches Equipment erübrigt sich. Die neuen Class 5 Schalen sind ab sofort erhältlich. Die Colten hat sich schon seit vielen Jahrzehnten insbesondere der Forschung und Entwicklung verschrieben und beobachtet und hält auch engen Kontakt mit Zahnärzten, Zahnarztkreisen und Universitäten, um hier wirklich am Puls der Zeit zu sein, um wirklich behandlungsnahe und lösungsorientierte Produkte auf den Markt zu bringen. 50 Jahre nach der Gründung in der Schweiz agiert Colten heute als international führende Gruppe mit Entwicklungslabors und Produktionsstätten auch in Deutschland, Ungarn, Brasilien und den USA.